Danke, Gemüse. Das ist aber ein stürmischer Empfang hier. Ich habe schon gedacht, ich bin hier der Einzige, den ich kenne. Zwei Jungfrauen sollen hier sein, habe ich mir sagen lassen. Eine sucht die andere. Und einige Herren sehe ich mit den eigenen Frauen. Einige haben das zweite Programm dabei. Der Bratkartoffelverhältnis. Das sind ja Sachen, Kinder, das merkt man doch schon beim Reinkommen, wenn die Leute reinkommen. Ne? Tür geht auf, wer kommt rein? Er. Ne? Tür knallt zu, gegen was? Das ist sie. Ne? Ne? Aha, der Alte hat die eigene dabei. Ne? Das ist, ja, typisch. Ich traf eben hier vor der Tür einen alten Schulfreund. Ich sag, na du, sagt er, wieso immer ich. Ich sag, du hast so eine eingedrückte Nase, warst du mal Boxer? Sagt er, nee, Fensterputzer im Eros-Center. Das ist ein verrücktes Huhn, kann ich euch sagen. Der geht zu Hause immer rückwärts aufs Klo. Also, ja, der kann mit seinen großen Füßen so schlecht wenden. Und seine Frau, das ist eine tolle Person, von der kann ich sprechen. Das ist interessant. Die sieht aus wie so ein ungepflegtes Grab. Also, die kann reden. Die hat, also, in den Bergen hat die sich erkältet. Die wollte beim Echo immer das letzte Wort haben. Die hat im Sommerurlaub einen Sonnenbrand auf der Zunge gekriegt. Also, die Frau, er hat früher was auf. Früher hat er mal so schön gesagt, wenn ich mal heirate, also ich möchte eine Frau heiraten, die kochen kann wie meine Mutter. Was hat er gekriegt? Eine Mutter, die saufen kann wie sein Vater. Also ehrlich. Ja, das ist also ehrlich. Die Frau, das ist interessant. Also, die hat so einen geballten Charme, diese Frau. Die ist irrtümlich mal, also zu früh aus dem Schleudergang geraten. Also, ja, die hat so einen großen Kopf, also mit ihrem Hut kann sie 10 von Kartoffeln kaufen. Könnt ihr also, und ein Teng hat die, eine Haut wie so ein 18-jähriger Pfirsich, also wunderschön. Ehrlich, und ein Mund hat die, ohne Ohren könnte die im Kreis lachen, also ehrlich. Die Frau hat den Hinterkopf vorn, also bei der ist vorn alles getürmt, lockig und hinten gestürzt, flockig. Könnt ihr euch vorstellen, also... Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Also die ist so hässlich, wenn die zu Hause in den Spiegel guckt, denkt sie, sie hat Besuch. Also ehrlich, die haben sie im Sommer als Vogelscheuche im Garten aufgestellt. Da haben die Vögel die Kirschen vom letzten Jahr wiedergebracht. Also ehrlich. Nein, pass auf. Er sagt, meine Frau, also trotzdem bin ich irgendwie stolz auf sie, sagt er. Also... Wenn man bedenkt, dass der menschliche Körper zu 92% aus Wasser besteht, da ist das schon irgendwie doll, was sie aus den letzten 8% gemacht hat. Sagt er, die sieht aus mit ihrer Frisur wie eine alte Frau. Jetzt hat sich ein Stoppelschnitt schneiden lassen, jetzt sieht sie aus wie ein alter Mann. Also ehrlich, die ist mal zum Chirurgen gegangen und gesagt, Doktor, können Sie mich verschönern? Sagt er, tut mir leid, Enthauptung nehmen wir nicht vor. Die hat mal, sagt er, neulich für mir meine Frau, jetzt hat sie eine Kur mit Schlammpackung gemacht. Ich sag, ist sie schöner geworden? Sagt er, anfangs war sie das, aber jetzt bröckelt das Zeug wieder ab. Die führen ja nur deshalb so eine glückliche Ehe, also weil sie nicht miteinander verheiratet sind. Also er hat ja 14 Kinder, also der wird mal an Überzeugung sterben. Und die sind, ehrlich, alle schön bunt, die haben ja mal die Pille mit Smarties verwechselt. Und der, denn ehrlich, der nimmt immer Topflappen mit ins Bett, sonst kann er seine heiße Frau gar nicht anfassen. Also ehrlich, das ist... Ich erinnere mich noch ganz genau an die Geschichte, hat er ganz früher mal gesagt. Ich sagte doch zu ihm, wie geht deine Ehe so? Sagt er, oh, du, meine Frau ist hässlich. Sagt er, das ist schlecht, nicht? Sagt er, nee, ist gut fürs Geschäft. Und ich sag, hat sie 8 Kinder mit in die Ehe gebracht, alle hässlich. Ich sag, das ist aber schlecht. Nee, ich sag, das ist gut fürs Geschäft. Ich sag, was hast du für ein Geschäft? Sagt er, eine Geisterbahn. Pass auf, und der Kleinste, der Jüngste, der konnte nie sprechen. Da hab ich zu ihm gesagt, pass auf, da musst du mal nach Frankreich fahren, in dieses Wunderbad da, nach Lourdes. Da sind die dollsten Sachen passiert. Da konnten Gelähmte, konnten wieder gehen, also, und Blinde konnten gucken. Und da war, also, da musst du mal hinfahren. Hältst du mal so einen Kopf so richtig ins Wasser rein, sollst mal sehen. Der fährt nach Lourdes, nimmt den Kopf von den Jungen, stippt ihn so 3-mal ins Wasser, kommt da raus und sagt, du Blödmann, Mensch. Denkt der Mensch, der Junge kann ja sprechen. Der ruft überglücklich seine Frau und sagt, Liebling, stell dir vor, der Junge kann sprechen. Ich habe ihn so 3-mal ins Wasser gestippt, da kam der raus und sagt, du Blödmann, Mensch. Sagt sie, du bist auch ein Blödmann, seit ich den Verkehrten mitgenommen bin.
Die beiden führen eine Ehe, eine ganz glückliche. Sagt er neulich zu seiner Frau, du Alte, wo sind meine Golfsocken? Sagt sie, wieso Golfsocken? Ja, die mit den 18 Löchern. Und die Ehe, Kinder, die Ehe fängt mal so glücklich an. Da, als Seemann kam er zurück von weiter Reise und sie stand schon an der Landungsbrücke, erwartete ihn und er rief ihr vom Schiff aus zu. EB, 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 ruft sie zurück. EE, EE, sagt der Kapitän, wie unterhalten Sie sich komisch mit Ihrer Frau? Was hat sie denn gesagt? Ach, immer dasselbe, sie will erst essen, Mensch. Also, Nein, ich habe schon gemerkt, dass ihr hören wollt, aber das ist... Nach der Hochzeit hat sie denn gesagt, essen tust du auf wie ein Kaninchen. Ich habe ihn ja neulich mit seinem Hund getroffen. Ich sage, wo willst du mit ihm hin? Sagt er, zum Uhrmacher. Ich sage, wieso zum Uhrmacher? Ja, der bleibt immer stehen. Ehrlich, ein Hund, der schläft nur, der ist nur müde. Der hat einen Posten bei der Polizei gekriegt, im Innendienst jetzt. Und... Da sind die mal mit dem Hund spazieren gegangen, eine ganz traurige Sache. Im Wald spazieren gegangen, kam ein Jäger, nahm wortlos sein Gewehr, knallte den Hund an. Sagt sie, eine Frechheit, eine Unverschämtheit, wie können Sie meinen Hund ohne Grund erschießen? Oder hören Sie mal zu, gnädige Frau, Ihr Hund hatte die Tollwut. Sagt sie, woher wissen Sie das? Dann gucken Sie doch mal genau hin, die kahlen Stellen am Kopf, die triefenden Augen, die hängende Rute. Sagt sie, hau bloß ab, sonst erschießt er dich auch noch mit. Und, Ich wollte ihn kürzlich mal besuchen, kam an das Haus. Also der wohnt ja in einer Gegend, also wenn da mal einer pünktlich die Miete bezahlt, kommt gleich die Polizei und fragt, woher er das Geld hat. Pass auf, seine Frau guckt da aus dem Fenster. Ich sag, ist dein Mann zu Hause? Sagt sie, nee. Ich sag, dann kann ich ja wieder gehen. Sagt sie, nee, komm rauf, trink eine Tasse Kaffee. Ich sag, nee, hab ich schon. Sagt, dann komm doch so rauf. Nee, hab ich auch schon. Pass auf, Freunde, ihr merkt, das ist für die ältere Generation heute nicht immer ganz einfach mitzukommen. Das geht ja alles so schnell in unserer heutigen Zeit, so hektisch. Nicht wie Oma zu Opa sagt. Opa, ich lese hier gerade, wenn das brennt, dann soll man 112 rufen. Früher riefen wir doch immer Feuer, Feuer. Denk doch an die drei Rentner, die da im Altersheim St. Blasius sitzen, da in Bad Soog brennen. Sagt der eine, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich liegen neben Bismarck. Der hatte viel Ahnung von Heringen. Sagt der andere, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich liegen neben Beethoven. Der machte eine scheiß Musik, aber eine dufte Frisur hatte der. Sagt der dritte, wenn ich mal tot bin, möchte ich liegen neben Lollo Brigida. Sagt er, eine bisschen verrückt, die ist noch gar nicht tot. Sagt er, eben drum. Da sagt der Pfarrer doch in der Kirche, Oma, dein Gebiss ist runtergefallen. Nee, das ist nicht meins, das ist von meinem Mann. Das nehme ich immer mit, sonst frisst er mir morgens von den Schweinebraten auf. Da sagt doch Oma zu Opa, Opa, ich lese hier was in der Zeitung von so einem Flitzer, was ist das? Das kennst du nicht, Oma? Das sind die modernen jungen Leute, die ziehen sich plötzlich nackelig aus und dann laufen sie ganz schnell über die Straße. Die flitzen über die Straße, deshalb heißen die Flitzer. Oh, sagt sie, das ist interessant, das machen wir heute Abend mal hier im Altersheim. Tatsächlich, Oma, beim Armbub flitzt sie durch den Saal, wie Gott sie geschaffen hat. Sagt die eine zu anderen, sag sie, was war das da eben? Ja, sagt sie, das war Frau Müller, die wollte uns vor ihr neues Kleid zeigen. Ja, sagt die andere, sie hätte jetzt aber vorher ruhig ein bisschen bügeln können, nicht? Freunde, seien wir ehrlich, es ist schon eine verrückte Zeit, in der wir leben. Da kommt doch einer zum Zoodirektor und sagt, guten Tag, ich möchte gern ein Nilpferd kaufen. Was kostet das? Oh, so ein Nilpferd kostet 20.000. Ja, sagt er, ich wohne in so einem Hochhaus im 15. Stock. Ich möchte jetzt da rauffahren. Was kostet? Ja, legen Sie noch einen Tausender drauf, dann haben Sie es oben.
Die Nilpferdpacker bringen das Ding, stellen es in den Flur. Sagt er, wo soll das hin? Sagt er, stellen Sie am besten ins Badezimmer. Sagt er, mich geht das ja an sich nichts an, aber was wollen Sie mit dem Nilpferd im Badezimmer? Aber ich kann Ihnen das kurz mal erklären. Wissen Sie, sonntags nachmittags kommt immer mein Schwager zu Besuch. Der stellt immer so blöde Fragen. Das ist so ein Pseudo-Intellektuelle. Also der, dann sagt er immer, wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er, wie heißt denn die Hauptstadt von Kathmandu? Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er, wann wurde denn Afrika von Kolumbus entdeckt? Ich sag, weiß ich nicht. Und wenn der fertig ist mit seiner Fragerei, dann geht er immer ins Badezimmer, auf Klo. Wenn er wiederkommt, sagt er bestimmt, du in deinem Badezimmer, da steht ein Nilpferd. Kann ich sagen, weiß ich. Wie ein Bekannter zu mir sagt, du, ich hatte heute Morgen so ein Kater-Frühstück, du. Nur meine Frau war sauer, die hing so an dem Tier. Und, die Bundeswehr wurde schon in der Bibel erwähnt. Sie hüllten sich in seltsame Gewänder und irrten planlos umher. Also, nein, man muss, ihr merkt schon, man muss also ein bisschen Fremdsprachen können. Ich kann ja auch Esperanto. Ja, ich war ein paar Jahre drüben und guck mal, zum Beispiel auch Italienisch ist heute innen, ist international. Nicht? Italienisch gibt es ja herrliche Übersetzungen, so Eros Center, Casa Tutti Nutti. Call Girl auf Italienisch, Lollo Telefonata. Oder Kampfhahn, Kikeriki Kung Fu. Kennen Sie doch, herrlich. Oder Schmale Straße, Strada Macaroni. Oder Zweites deutsches Fernsehen, Glotze Secondo Germanico. Auch schön. Wir wollen international bleiben, ein Spion, das ist international. Der wurde beauftragt, ein Geheimdokument einem anderen Spion mit dem Namen Schmidt zu überbringen. Und als Codewort soll er sagen, wenn er diesem Spion gegenübersteht, schönes Wetter heute. Und wenn der da sagt, hoffentlich bleibt es so, dann ist es der besagte Spion. Er kommt in diese Stadt, an dieses Hochhaus und er sucht mir den Namen Schmidt. Tür, 12-mal der Name Schmidt. Oh, denkt er, was machst du nur? Irgendwo musst du anfangen. Klingelt beim ersten, sagt, schönes Wetter heute. Ach, sagt er, Sie suchen den Spion, der wohnt im dritten Stock. Kinder, geht mal auf Reisen, es ist zauberhaft. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem englischen Rentner, einem französischen Rentner und einem deutschen Rentner? Pass auf, der englische Rentner nimmt morgens seinen Stock, seinen Bowler und geht zum Bridge. Der französische Rentner nimmt seinen Rotwein, seine Angel und setzt sich an die Zehen. Der deutsche Rentner nimmt seinen Herztropfen und geht zur Arbeit. Nee, das ist, ja, natürlich. Ich sag kürzlich zu einem, ich sag, was machst du jetzt beruflich? Ich sag, hab einen neuen Job auf dem Bauernhof. So, was machst du denn da? So, kaka. Ganz einfach. Morgens hol ich mir die ganzen Hühner aus dem Stall und sag mal, put. Dann komm, alle raus. Aber abends hab ich viel Ärger. Die ganzen Hühner gehen in den Stall. Nur eins, bleib immer stehen und sag mir, du, wenn du nicht gleich in den Stall gehst, dann mach ich dich aber kaputt, put, und dann kommen die alle wieder raus. Auf dem Lande, da sagt der älteste Sohn zum Bauern, Papa, ich möchte gern ein neues Auto. Sagt er, solange der Traktor nicht bezahlt ist, kriegst du kein neues Auto. Kommt der zweite, sagt, Papi, ich möchte gern ein neues Moped. Sagt er, solange der Traktor nicht bezahlt ist, kriegst du kein neues Moped. Da kommt der ganz Kleine, sagt, Papi, ich möchte gern ein neues Dreirad. Sagt er, solange der Traktor nicht bezahlt ist, kriegst du kein neues Dreirad. Der Kleine ist sauer, geht auf den Hof, da hockt der Hahn auf der Henne, der gibt ihn einen Tritt und sagt, solange der Traktor nicht bezahlt ist, gehst du zu Fuß. Pass auf, da ist mal einer mit seinem Wagen in die Deutsche Gebirgsrepublik gefahren. Das ist ja, also das ist die DDR, die heißt heute so wegen der vielen Engpässe. Und der wurde von einem Fopo angehalten, sagt der Fopo, können Sie sich ausweisen? Ach, sagt er, kann man das jetzt auch selbst? Die haben ja in der DDR jetzt eine neue Zeitschrift rausgebracht, die Schnauze. 3 Millionen halten die schon und das ist... Der nächste... Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, der nächste Bundespresseball soll ja in Ost-Berlin stattfinden. Ja, unsere ganzen Bonner Minister wollen mal mit ihren ehemaligen Sekretärinnen wieder tanzen.
Ja, ihr merkt, wir sind ganz schön aktuell. Die haben ja auch den Kaffeemix da drüben, nicht? Der wird ja schon mit der Neutronenbombe verglichen. Natürlich, der Mensch wird vernichtet, die Tasse bleibt heil, nicht? Das ist ein unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum es in der DDR keine Terroristen gibt. Die müssen ja 10 Jahre auf so ein Fluchtauto warten da drüben. Also, da kam doch ein Soldat in den Kreml und sagt, Genosse General, auf Roten Platz sitzen 100 Soldaten essen. Sagt, das ist tragisch. Halbe Stunde später kommt er wieder. Genosse General, auf Roten Platz sitzen 1000 Soldaten essen. Sagt, das ist nicht so tragisch. Nach einer Stunde kommt er wieder. Sagt, der General, auf Roten Platz sitzen 10.000 Soldaten essen. Sagt, das ist nicht so tragisch. Warum regst du dich so auf? Sagt, er isst dann alle mit Stäbchen. Ist verrückt, nicht? Bei uns im Dorf an der Kirche hängt ein Schild, diese Kirche, diese heilige Stätte mit Schuhen zu betreten, ist genauso sündhaft wie eine Jungfrau zu verführen. Hat einer drunter geschrieben, habe beides versucht, kein Vergleich. Nein, Freunde, wenn einer eine Reise tut, sage ich immer, dann kann man was erleben. Was? Einer, der eine Reise tut, das ist ja ein Reisender. Nicht? Schwieriger wird es, wenn einer einen Trip macht. Und guck mal, man lernt ja... Das glaubt ihr gar nicht. Wenn man so wie ich ewig unterwegs ist, man lernt ja nie aus. Nicht? Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ein Glatzköpfiger, der sich im Haar krault, ein Loch in der Tasche hat. Habe ich vorher nicht gewusst. Nicht? Natürlich. Aber Freunde, das muss man wissen. Ich weiß jetzt, dass Türken 4 Feiertage haben. Ramadan, Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf und Sperrmüll. Das muss aber, hallo. Aber Freunde, man lernt nie aus. Ich weiß jetzt, wo beim Baum hinten ist, da wo das Papier liegt. Da haben aber, sag mal ruhig, da haben 2 im Wald gesessen und gedrückt. Sagt der eine, hast du Papier? Sagt er, nee, ich lass meins liegen, du. Man lernt nie aus. Ich weiß, wie die Amerikaner das Afghanistan-Problem mit den Russen lösen wollen. Durch ein Wasserballspiel. Natürlich, die Russen kriegen die roten Badekappen auf und die Krokodile die blauen. Da wird aber Stimmung, kann ich euch sagen. Wo Krokodile sind, ist man vor Haifischen sicher. Die Krokodile, die sollen ja auch so seltsame Fressgewohnheiten haben. Habe ich neulich in so einem Schaufenster gelesen. Echt Krokodil mit Seide gefüttert. Ich meine, das ist ja... Ja. Ich habe zum Beispiel gehört, hat einer gesagt, also wenn die Russen das wollen, sind die in 48 Stunden am Rhein. Das ist Quatsch. Die kommen bis zum Kamener Kreuz, da bleiben sie im Stau stecken. Ihr merkt, man lernt also nie aus. Nicht? Ich weiß jetzt zum Beispiel, was Shalom heißt, Friede. El Shalom, El Friede. Das muss man wissen. In einem Schaufenster liegt eine Uhr. Geht einer rein und sagt, guten Tag, ich möchte gerne meine Uhr reparieren lassen. Sagt er, ich repariere keine Uhren, ich bin der Rebbe von der jiddischen Gemeinde. Ich beschneide die Knaben. Sagt er, gestatten Sie gütigst die Frage, warum haben Sie denn eine Uhr im Schaufenster liegen? Sagt er, gestatten Sie gütigst die Frage, was soll ich legen ins Schaufenster? Ich weiß, ein herrlicher Humor. Und da hat der Molche zu dem Isaak gesagt, Isaak, sag mir, was ist Börse? Sagt der Börse, ich werde es dir erklären. Pass auf, du kaufst dir Hähnen, sie machen Eierlach. Es kommen neue Hähnen, sie machen Eierlach. Nach einem Monat hast du 100 Hähnen. Sie machen Eierlach, nach einem Jahr hast du 1000 Hähnen. Sagt er, bist du mit Schuke? Es kann kommen eine große Sinnflut, sie werden da trinken, die Hähnen, die Hennen, der Eierlach. Siehst du, hättest du genommen Enten, das ist Börse. So. Freunde, ist verrückt, wie sich in Köln da unten 2 Funkmariechen im Karneval treffen. Sagt ihr eigentlich, froh, wenn die 3 tollen Tage vorbei sind. Ich bin froh, wenn ich sie erst hätte. Das ist... Da klopft doch oben an der Himmelspforte, klopft ein Frosch, Petrus macht auf und sagt, wie heißt du denn? Ich heiße Karlchen.
So, sagt der Karlchen, was hast du da auf der Erde gemacht? Ich habe den ganzen Tag in der Sonne gelegen und dann rein ins Tümpelchen, raus aus dem Tümpelchen, wieder rein im Tümpelchen, raus aus dem Tümpelchen. Kurz Zeit später klopft es wieder an der Himmelspforte. Petrus macht auf, steht da wieder ein Frosch, sagt er, na, wie heißt du denn? Tümpelchen. Nicht? Da hat doch mal die Schnecke zur Ziege gesagt, wenn wir um die Wette laufen, werde ich gewinnen. Sagt die Ziege, wie kommst du darauf? Das ist doch unmöglich. Doch, weil wir mit Kriechen weiterkommen als mit Meckern. So. Gesagt hat, Fritzchen, was ist das für ein Vogel, der da singt? Sagt er, Frau Lehrerin, das ist eine Drossel. Nein, Fritzchen, das ist eine Amsel, aber ich freue mich, dass du mitdenkst. Fritzchen, jetzt gehst du mal dort ans Fenster, guckst mal auf dem Hof. Was ist das unten? Was steht da für ein Baum? Sagt die Frau Lehrerin, das ist eine Buche. Nein, das ist eine Eiche, aber ich freue mich, dass du mitdenkst. Frau Lehrerin, darf ich Ihnen auch mal eine Frage stellen? Fritzchen, schieß los. Frau Lehrerin, was habe ich hier in der Hosentasche? Ist hart wie Stein und hat einen roten Kopf. Sag mal, Fritzchen, du solltest dich schämen. Frau Lehrerin, das ist ein Streichholz, aber ich freue mich, dass Sie mitdenken. So, ja. Der Bauer. Pass auf, da hat er noch nicht mal zu einem anderen Bauern gesagt, du weißt doch, mein bester Bulle, weißt du, der war doch jetzt immer so müde, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, weißt du. Und jetzt hat mein Veterinär, sagt der Veterinär, was ist das denn? Sagt, das ist so einer, der kein Fleisch essen darf. Der hat dem jetzt Tabletten verschrieben und jetzt geht das wieder, wie so ein Kaninchen, das glaubst du gar nicht. Sagt er, wie heißen denn diese Tabletten? Sagt er, keine Ahnung, ich weiß nur, die schmecken wie Lakritzen. Das auch, jetzt versteht er sich ja mit der Arbeit an der Basis und er ist ja auch sehr glücklich verheiratet. Ja, er hat ja seine Frau schon gekannt, als sie noch gleichaltrig waren. Und hat er neulich zu seiner Frau gesagt, deine Strümpfe werfen Falten und dabei hatte sie gar keine an. Nicht? Seine Frau hat ja jetzt ihr Abitur im zweiten Bildungsweg gemacht. Also ja, die will ihre Stromrechnung lesen können. Und zu Hause bei denen immer solche Stimmung. Da hat es mal in Strömen geregnet. Es klingelt, er macht auf und sagt, aber Schwiegermutter, was stehst du denn draußen im Regen? Geh doch nach Hause. Ja, ja, Kinder. Kinder, der führt eine Ehe, das glaubt ihr gar nicht. Sagt er neulich zu mir, wenn ich dich noch einmal mit meiner Frau erwische, kannst du sie behalten, ne? Ehrlich, und die Kinder, die hatten kürzlich sogar Silberhochzeit. Und da hat sie zu ihm gesagt, Schätzchen, ich habe mal eine Frage, hast du mich jemals betrogen? Sagt er, einmal, mein Schatz. Sagt sie, wie gut könnten wir dieses eine Mal jetzt gebrauchen, ne? Der führt eine Ehe, Kinder, sei mal nicht ruhig. Pass auf, der betet jeden Abend vorm Schlafengehen. Lieber Gott, meine Frau ist sehr schön. Ich habe sie sehr lieb, aber wenn du sie lieber hast, dein Wille geschehe. Das ist ein Typ, kann ich euch sagen. Aber hallo. Da habe ich neulich mit ihm zusammen bei uns in der Dorfkneipe gesessen. Sag, du.
Meine Frau hat gesagt, ich soll das Saufen aufgeben, sonst verlässt sie mich. Ich sag so, ich glaube, du wirst sie sehr vermissen. Kinder, der Bursche kann einen Stiefel vertragen, das glaubt ihr gar nicht. Eine Zeit lang war der Stubenältester im Trinkerheim. Pass auf, da hatte er die Brauereipocken, könnt ihr euch vorstellen. Und da kam der mal nach Hause und hat zu seiner Frau gesagt, Schatz, heute haben wir Wetttrinken veranstaltet. Sagt sie, Sohn, wer ist Zweiter geworden? Sagt sie, schämst du dich denn gar nicht? Kommst hier voll an wie eine tote Hose und ich hab's im Kreuz. Das ist klasse, mein Schatz, du hast ein Kreuz, ich hab eine Fahne, machen wir eine Prozession. Die Dorfkneipe ist sein zweites Zuhause, aber hat jetzt neuerdings Schwierigkeiten, hat kürzlich in einem Sägewerk gearbeitet. Und da hat er 3 Finger verloren, wenn er sich nur 5 Bier bestellt, kriegt er immer nur 2, nicht? Da habe ich neulich mit ihm zusammen am Tresen gesessen, ich bestell mir da 3 Sohleier. Was sind das denn für Dinge? Ich sag, kennst du nicht? Das sind Sohleier. Wozu sind die gut? Das weißt du nicht. Die schmecken mir gut und dann sind sie bekömmlich und dann kriegt man unheimlich Tinte auf den Füller. Ich sage, ist es wahr? Ich sage, hier, bestellt sie auch 3 Sohleier, klatscht die gegen die Wand. Ich sage, was soll denn der Quatsch? Ich sage, erstens schmecken sie mir nicht, dann sind sie für mich nicht bekömmlich und dann weiß ich gar nicht, wen ich schreiben soll. Kinder, ihr merkt das. Ich sag, neulich sitzt er da, ich sag, was isst du denn da? Sagt er, Suppe, bist du taub oder was? Ich sag, warum isst du die Suppe denn mit dem Messer? Sagt er, weil die Gabel leckt, Mensch. Neulich war, also das muss ich erzählen, das darf ich nicht vergessen. Neulich war bei uns sogar in der Dorfkneipe eine Schlägerei. Und da sagt man immer, auf dem Lande gibt es keine Wirtschaftskriminalität. Da ruft einer, gibt es denn hier keinen Polizisten? Doch, aber der liegt ganz unten. Unser Dorfpolizist, das ist eine Kanone, der hat neulich einen Mopedfahrer angehalten und sagt, halt, pusten Sie mal in die Tüte. Sagt er, wach mal, ich habe überhaupt nichts getrunken, bin stocknüchtern. Das weiß ich, aber meine Pommes frites sind mir zu heiß. Ist mal der Kleine durchs Dorf gerannt, nicht? Ruft die Mutter rüber, Fritzel, wo willst du so schnell hin? Sagt er, ins Eroscenter. Platsch, hat ein Ding eingefangen. Der läuft weiter, ruft der Pfarrer, Fritzel, wo willst du so schnell hin? Ins Eroscenter, Herr Pfarrer. Platsch, hat er wieder ein Ding eingefangen. Sagt, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt kann mein Vater seinen Schirm sich allein abholen. Nein, Zeug aufs Dorf, pass auf, da hatten wir neulich Wochenmarkt, da ist Oma an so einen Stand gegangen, an so einen Gemüsestand und sagt zum Verkäufer, sagen Sie mal, was kostet eigentlich der Salat? So hat der Verkäufer Oma so einen Kopf, 35 Pfennig. Oh, das ist teuer, ne? Sagen Sie mal, wenn ich 10 Stück nehme, was kostet denn? Schau, Oma, dann würde ich sagen, kriegst du für 25 Pfennig. Nee, ich sag Sie, das ist mir noch zu teuer. Sagen Sie mal, wenn ich den ganzen Salat hier kaufe, was kostet denn? Schau, Oma, würde ich sagen, kriegst du ihn für 15 Pfennig Stück. Sagst du, das ist ein Angebot, packen Sie mir mal den ganzen Salat hier ein. Oma, was willst du mit dem ganzen Salat? Hast du im Haus eine Gesellschaft, willst du den essen? Sagt sie, nee, essen will ich den nicht, den packe ich zu Hause ins Bett. Mein Mann pimpert so gern im Grünen. Verrückt, nicht? Oder sitzt auf einem Baum und ruft, aha, das ist ein U mit einem Sprachfehler. Muss man alles kennen. Natürlich, das Kinder, das muss man wissen. Oder wisst ihr, was ein Sattelschlepper ist? Das ist ein Cowboy, dessen Pferd erschossen wurde. Da kommt zum Beispiel ein Indianer auf die amerikanische Behörde und sagt, guten Tag, ich möchte gern meinen Namen ändern lassen. Sagt er, wie heißen Sie denn? Sagt er, großer Bulle, der vom Himmel fällt.
Sagt er, wie möchten Sie heißen? Plumps. Nein, genau. Pass auf. Da hat die Leiterin eines Mädchenpensionats hat eine Packung hochgehalten und hat Mädels, wer raucht hier heimlich Blausiegel? Das ist, ne? Ihr merkt schon, Kinder, man muss heute Zeitung lesen. Es ist so schön. Guck mal, ich habe jetzt gelesen, man wollte der Helga Vettersen das Bundesverdienstkreuz an die Brust heften. Das war ein Gesuche, das kann ich euch sagen. Die Sophia Loren, die hat jetzt ja auf Sylt Urlaub gemacht, hat in der Nordsee gebadet. Da hat der Golfstrom gesagt, schade, dass ich so warm bin. Es gibt ja heute Volksschule, es gibt Oberschule, es gibt Realschule, es gibt Berufsschule, Abendschule. Ich habe nur etwas gegen Gesamtschule. Und da fängt das dann an. Das sind doch diese, natürlich, ihr kennt doch diese Brüder. Also sie säen nichts, sie ernten nichts und sie vermehren sich doch. Kennt ihr nicht? Da hat doch ein Süßer vom Richter gestanden. Und da hat der Richter gesagt, Angeklagter, wie konnte es mit Ihrer Veranlagung passieren, dass Sie Nonne von hinten vergewaltigt haben? Sagt der Richterchen. Ach, von hinten sah Schwester Oberin genauso aus wie El Zorro. Schlag die Zeitung auf. Guck mal, in der DDR ist jetzt eine Anzeige erschienen. Tausche Traumreise in die Sowjetunion gegen Trampelfahrt in den Westen. Ja. Ein Bekannter von mir ist jetzt zurückgekommen aus der DDR. Ich sage, na, wie war's drüben? Sagt er, genau wie bei uns. Für Westmark kriegst du alles. Drüben in der DDR muss an einer Schlachterei mindestens eine Wurst hängen. Weil man das Geschäft sonst mit einem Fliesengeschäft verwechseln kann. Nicht? Das ist... Kinder, Die haben jetzt drüben ein neues Warenhaus eröffnet. Weltall. Jeder Griff geht ins Leere. Da ist aber was. Andere sagen, das wäre ein Pornoladen wegen der vielen nackten Regale, weißt du. Aber da hat mal drüben eine Hausfrau zur anderen gesagt, morgen gibt's Schnee, sagt sie. Ich stell mich nicht wieder an. Ne? Ja. Die haben ja drüben auch einen neuen Spruch, wer zuletzt lacht, lacht im Westen. Und genau wie die Russen, die haben ja auch diesen bekannten Werbespruch für ihr Land, nicht? Also kommen Sie zu uns, bevor wir zu Ihnen kommen, ihr kennt das ja. Das ist die Sprache eben. Unsere Gastarbeiter bei uns haben auch ihre Schwierigkeiten mit der Sprache, nicht? Denkt doch an die beiden Türken, die aufs Amt gehen, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Der erste kommt wieder raus, sagt der andere, na, haben Sie deutsches Pass? Sagt er, mach mich nicht an, Kanake. Nicht? Das... Kinder, denkt doch an den Türken, der nicht auf das Wort Mond kommen kann. Sagt er zu seinem deutschen Kollegen, na, wie heißt die Kumpel von Sonne, wo hat Nachtschicht? Nee, das ist doch zauberhaft. Da haben doch die beiden Türken in ihrer Stammkneipe gesessen, sagt der eine, habe gekauft neues Fahrrad. Sagt er, was hat gekostet? Sagt er, 1000 Mark. Sagt er, teuer. Na, sagt er, wie heißt deutsches Sprichwort, gutes Rad ist teuer. Die gehen raus aus ihrer Kneipe, ist das Fahrrad weg. Sagt, der Fahrrad geklaut. Sagt, aber nicht schlimm. Die heißt deutsche Sprichwort, kommt Zeit, kommt Rad. Und denkt doch an den kleinen Türken, der mit seiner Schubkarre übers Baugelände fährt. Hält vor der Bude an, geht rein, da sitzt der leitende Ingenieur über seinem Schreibtisch, über seinen Plänen vertieft. Sagt, der Chef, muss Sie dringend sprechen. Schubkarre brauchen Öl. Schubkarre machen immer quick, 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 quick. Der rührt sich gar nicht. Sagt der Chef, muss ich sprechen, dringend sprechen. Brauche Öl für Schubkarre. Schubkarre machen immer quick, 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 quick. Sagt er, gehen Sie mal ins Personalbüro, holen Sie Ihre Papiere, Sie sind fristlos entlassen. Sagt aber Chef, muss ich doch nur Öl haben für meine Schubkarre. Schubkarre machen immer quick, quick, quick. Sagt er, Sie sind fristlos entlassen, deutsche Schubkarren machen quick, quick. Oh.
Und da schob ein Deutscher mit seiner Schubkarre übers Gelände. Die machte immer quick, 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 quick. Immer leer, hin und her. Sagt ein Kollege, da ist überhaupt nichts drin. Sagt er, keine Zeit zum Laden, Mensch. Aber Freunde, ihr müsst es zugeben, aus dem Leben gegriffen. Genau wie bei uns auf dem Dorf. Ist immer ein Thema. Da steht jetzt so ein kleiner Junge bei uns am Dorf vor der Jauchelgrube und schreit, meine Mutter ist reingefallen. Meine Mutter ist reingefallen. Da kommt ein Bauer ran, so wie er ist, springt der Kopf über eine Jauchelgrube. Kommt wieder raus, schüttelt, sagt, ich kann deine Mutter nicht finden. Aber sie muss drin sein. Der springt nochmal rein, so wie er ist, kommt raus. Deine Mutter ist wirklich drin, sagt er, so, dann will ich die Schraube auch nicht mehr haben. Bei uns auf dem Dorf ist ja immer ein Thema, ne? Wir leben bei uns auf dem Dorf noch richtig alternativ und das ist schön. Also bei uns erscheint der Regenbogen ja noch in Schwarz-Weiß, weißt du, bei uns ist alles noch. Bei uns gibt es Schafe, die noch nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Also wir sind ganz, die Kakerlaken sind bei uns ja noch so groß. Also muss man vorsichtshalber grüßen, wenn man vorbei will. Also das ist ehrlich. Unser Bürgermeister hat jetzt den Bau eines Friedhofs abgelehnt. Dafür hat er zwei Geier gekauft, also... Und da habe ich noch einen alten Bekannten getroffen. Von dem, pass auf, wir haben einen Augenblick Zeit, pass auf, kann dem gar nicht erzählen. Das ist ein ganz irrer Typ, also den habe ich vor vielen, vielen Jahren in meiner Stammkneipe mal kennengelernt. So ein Typ, wir haben so am Tresen gesessen, weißt du, er so ein paar Barhocker weiter. Ich sag zu ihm, du hast ein Gesicht wie ein Arsch. Sagt der Wirt zu mir, aber Pips, du mach doch keinen Ärger hier, was soll denn das? Ich sag, nach ein paar Minuten, du hast ein Gesicht wie ein Arsch. Sagt der Pips, wenn du das nochmal sagst, dann fliegst du raus, ich will dir keinen Ärger haben. Nach ein paar Minuten setzt er seinen halben Liter an. Ich sag, na, machst du dir einen Einlauf? Von dem Moment an waren wir die besten Freunde. Er ist ja also ein ganz toller Typ. Ich kann von ihm erzählen, pass auf, er steht in der Blüte der Arterienverkalkung. Also er ist eigentlich schon länger tot, er ist nur zu faul zum Umfallen. Also er steht... Ja, er steht kurz vor der Notschlachtung, also er hat ein Gesicht wie ein 5-Mark-Stück, also man kann es auf 57 ziehen, ihr kennt das. Also ja, und wo andere eine Taille hat, hat er diesen Mollenfriedhof, diesen Whisky-Friedhof, ihr kennt das. Also, aber seine Frau sagt immer, es ist schön, wenn Arbeitslos ein Dach über den Kopf hat, nicht? Und ja, hat, kenne ehrlich, er hat das Temperament einer Schlaftablette, also in dem geht nur etwas vor, wenn er eine Uhr verschluckt hat, nicht? Und er hat, ja... Sagt er so zu mir, hast du eigentlich keinen Hintern? Ich sag, doch. Sagt er, warum riechst du denn so aus dem Mund? Also der hat... Steigt dann neulich in einen Bus voller Neger und sagt zum Fahrer, hat es hier gebrannt? Oder so. Also, der... Sagt er, pass auf. Sagt er neulich zu mir, du, ich wollte im Urlaub jetzt Wellen reiten. Sagt er, glaubst du, das Pferd wollte ins Wasser? Also... Sagt er, neulich wollte ich meinen Kummer ertränken. Glaubst du, meine Frau wollte ins Wasser? Also der nur... Wie die eine Ziege zur anderen sagt, kommst du heute Abend in die Disco? Sagt sie, nee, ich hab keinen Bock, du. Lieber Bock saufen als Bock springen, was? Und das ist gar nicht... Guck mal, wisst ihr zum Beispiel, was ein Prellbock ist? Das ist einer, der vergessen hat, im Eros-Center zu bezahlen. Ja. Ja. Wisst ihr zum Beispiel, was ein Kupferstich ist? Wenn einer im Eros-Center mit Pfennigen bezahlt. Also alles solche... Natürlich, im Eros-Center, da stand jetzt bei uns ein Schild schön dran. Also wegen Personalmangel werden die Herren gebeten, ihre eigenen Frauen mitzubringen. Das kostet allerdings Korbengeld, nicht? Auf dem Weg zur Großmutter. Und da tritt der Wolf plötzlich. Kommt auf sie zu, unser Rotkäppchen muss dich leider fressen. Aber du hast drei Wünsche frei. Das
ist dein erster Wunsch. Ich würde dir mit dir Liebe machen. So. Naja, es geht kräftig los. Sagt er, nun dein zweiter Wunsch, nochmal dasselbe. Nach der dritten Nummer bricht der Wolf tot zusammen. Da kommt der Oberförster aus dem Gebüsch und sagt, Rotkäppchen, Rotkäppchen, das war schon der dritte Wolf in dieser Woche. Es muss ja nicht immer Ostfriesland sein, wenn wir uns international bewegen. Zum Beispiel, ich war jetzt in West-Berlin, in keinem Restaurant eine Speisekarte zu finden. Haben die Polen alle mitgenommen, verkaufen sie drüben als Science-Fiction-Romane. Das ist international. Und zum Beispiel eine Schwimmerin hat bei der Olympiade, hat die also 3 Goldmedaillen gewonnen, wurde von Honecker empfangen. Nicht? Und er hat gesagt, für deine Leistung im Dienste des Staates hast du einen Wunsch frei. Sagt sie, ich wünsche mir, dass die Mauer für einen Tag verschwindet. Sagt der kleine Schelm, willst du mit mir allein sein, was? Adam und Eva sollen ja Russen gewesen sein. Das ist auch international, natürlich. Sie hatten kein Dach über dem Kopf, nichts anzuziehen, einen einzigen Apfel und das nannten sie Paradies. Das ist alles so ein klein bisschen international. Ich meine, wir haben vorhin ein klein bisschen, ich meine, das Thema Türken ist ja heiß. Aber da gibt es ja auch zauberhafte Sachen, nicht? Nicht? Wer ist das zum Beispiel, wenn so ein Türke auf so einer Mülltonne sitzt? Nicht? Das ist ein Hausbesetzer, aber richtig, auf 2 Mülltonnen, das ist ein Immobilienmakler. Na? Und auf 3 Mülltonnen, das ist einer, der gute Verbindung zur neuen Heimat hat.